Hallöchen, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und damit herzlich willkommen zu einem noch immer verregneten Vintage Story Tag oder Tag in Vintage Story. Heute werden wir mal ein bisschen, heute werden wir mal den Keller hier unten reinbauen, beziehungsweise anfangen. Ich weiß nicht, mal sehen, wie weit wir kommen. Und nachher vielleicht, wenn wir es schaffen, noch ein paar Schweine ausschlachten. Oder wir machen das in der nächsten Folge. Mal gucken, wie lange das dauert. Wir werden sehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt nach dem Intro. Die Frage ist, wie mache ich es jetzt am besten? Ich werde auf jeden Fall erstmal... Oh. Ja, Wuwasch ist schon wieder abgehauen und hat wahrscheinlich bloß ganz kurz reingeguckt. Ich habe immer das Gefühl, dass die Lampen und Lichter, die hier sind, dass die das alles nicht so schön ausleuchten. Das sieht immer alles so dunkel aus. Aber naja, egal. Wir müssen mal gucken. Ich wollte hier das Loch reinmachen, also hinter dem Kohlehaufen. Den Kohlehaufen möchte ich nämlich lassen. Da würde ich nämlich hier nämlich eine Wand einziehen wollen und quasi dann hier die Kohle noch immer schön mit reinschmeißen. Dafür müsste ich die Kisten aber dann erstmal... Ne, die Kisten kann ich stehen lassen, weil die kann ja erstmal als Wand dienen. Aber das hier, das weiß ich leider nicht so richtig. Das sind auch so Sachen, die kann ich dann in den Keller packen. Aber ich nehme die jetzt erstmal alle raus. Naja, jetzt habe ich hier Kohle. Will ich nicht. Die nehme ich jetzt erstmal hier raus. Ja, jetzt pack die mal hier in so eine Kiste. Irgendwo war eine leer, genau. Die hier. Die war nämlich leer. Warte, hier, so, zack. Die ganzen Castings. Die können erstmal weg. Es müsste auch gleich wieder hell werden. Warte mal, Time hatte ich gerade geschaut. Ist es um 4? Also es müsste gleich hell werden. Wir müssen auch gleich mal gucken, dass wir was essen. Aber das machen wir dann. Das machen wir dann. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was zu essen haben. Das Regal nehme ich erstmal weg. Das packe ich auch mal mit hier rein. Die Sachen können wir ja dann wieder woanders, also unten in den Keller packen. So, guck an. Jetzt haben wir hier den... wie weit geht denn das hier? Okay, gut. Es dürfte eigentlich nur alles Erde sein, worauf wir es gebaut haben. Kein Stein oder so. Deswegen brauche ich mal die Schaufel. Die haben wir hier. Das ist... Es ist halt keine natürliche Insel. Ich hatte hier das ja aufgeschüttet gehabt. Auch wie man sieht, wird es schon hell. Ich mache jetzt erstmal hier ein Loch. So, Loch an Loch und es hält doch. Das ist vielleicht ein bisschen zu groß, weil wir wollen ja hier noch langlaufen wollen. Mr. Drifter gefällt das schon mal nicht. Aber da können wir jetzt auch nichts dafür. Da muss er durch, der Kollege. So. Wir machen es mal so. Weil da können wir nämlich hier noch vorbeilaufen, ne? Weil dann ist hier das Loch nicht im Weg. Und wir können dann die Treppe vielleicht nach unten und dann nach rechts. Müssen wir mal gucken. Wir gehen erstmal was essen. Das dauert sonst zu lange. Ich muss gucken, ob wir überhaupt noch was zu essen haben. Aber ich glaube... Ich glaube, dass wir noch ein bisschen Marmelade eventuell haben. Ja, aber kein... Ne? Guck mal, hast du gesehen? Ah ja, okay, das ist alles leer. Das ist alles verrottet. Hier ist oben ein bisschen was verrottet. Hier auch. Aber nicht so wild. Wir haben ja noch ein bisschen... Moment. Wir haben ja hier ein bisschen Rye Crane. Da können wir ja ein paar Brote schmieren. Oder erstmal backen. Haben wir hier Rot. Hier ist auch noch ein bisschen Rot. Was war das? Es hat gerade hier bei mir irgendwie merkwürdige Geräusche gemacht, aber ich weiß leider nicht, wo es herkam. Also so ein Sound, so ein Bilup. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam.
Okay, gut. Wir holen uns jetzt den Eimer, der steht oben und dann backen wir uns mal ein paar frische Brote. Oh, guck mal hier. Ist sogar schon Wasser drinne. Das geht ja schnell. Wo ist es denn da? Der, was? Hä? Ach so, oh, wir müssen ja erst malen. Ah, diesen Arbeitsschritt habe ich glatt übersehen. Eieieiei. Was haben wir hier drinne? Sulfur? Wir können das jetzt einsortieren. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir das ja gemacht. Beschriftet und alles. Wir können ja folgendes, wir können folgendes machen. Ich glaube, wir können auch Honig selbst können wir essen, ne? Warte mal. So. Dann nehmen wir jetzt hier so eine Bowl. Die packen wir hier hin. Und den Honig. Die Honigwaben. Die können wir hier rein squischen. So. Naja, okay, gut. So viel Energie. Aber wir verhungern zumindest schon mal nicht. Oder kriegen keinen Schaden dadurch. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Unsere Brote geben uns dann schon mal einen besseren Buff. Würde ich sagen. So. Jawohl. Diese Skep, die müssen wir natürlich wieder hinpacken. Damit sich auch wieder die Bienen ansammeln oder ansiedeln, nicht ansammeln. Guck mal, ich habe übrigens hier mal an meinem Haus noch mal ein bisschen was gemacht. Ich habe die Blöcke, also die Holzdinger habe ich mal hier rausgenommen und habe dafür Cobblestone gemacht. Bis nach oben. Und das habe ich hier mal im ganzen Haus ringsrum gemacht. Ich finde, das sieht viel besser aus, muss ich sagen, als eine glatte, so eine glatte Dings-Holz-Konstruktion. Und hier habe ich mal weiter gejizzelt. Also was heißt gejizzelt? Ich habe sie kopiert, das war jetzt kein großer Akt. Durch die Werkbank geht das ja relativ schnell. Und habe die halt quasi von vorne einfach hier hin ausgetauscht und dann hat das funktioniert. Das ging ganz gut, muss ich sagen. So, wir schauen jetzt mal nochmal, wie viel Brot wir jetzt backen können. Leider dreht sich das noch nicht allzu schnell. Aber auf jeden Fall können wir schon mal 5 Brote machen. Kriegen wir da 5 raus? Ich glaube ja. 5 Brote. Sehr gut. Den Eimer packe ich jetzt erstmal. Den packe ich jetzt mal hier hin. Da ist sogar noch was drin, ein bisschen Wasser. Wir wollen aber erstmal die Brote braten. Backen. Sollte ausreichen, hoffentlich. Ich trage schon wieder so viel Fackeln mit mir rum. Ich habe letztens aus den Stöckern, die ich habe, Fackeln gemacht. Und ich könnte wetten, wenn ich jetzt gleich ins Wasser gehe oder was auch immer, dann sind die Fackeln weg. Deswegen machen wir folgendes. Ich nehme mal nur eine Fackel und den Rest packe ich mal hier in so eine Kiste. Am besten bei den Sticks, da kann ich mir das gut merken, dass die Fackeln dort jetzt sind. So. Und hier, ganz wichtig, das Werkzeug alles wegpacken. Wir brauchen das alles nicht mehr und das nimmt einfach nur jede Menge Platz im Inventar weg. Selbst die Sichel, die wir nachher eventuell brauchen, die nehme ich mal raus, weil, wie gesagt, eventuell nachher. Noch nicht jetzt, nachher. Ich hatte hier, glaube ich, Futtertröge noch gehabt, genau. Und das hier sind Oak Planks. Hier sind nochmal Kisten. Ja, packe ich hier mit rein, egal. Und Rot. Rot können wir ja hier reinschmeißen. Ja, perfekt. So, dann haben wir noch jede Menge Wachs, Bienenwachs. Das müssen wir sowieso mal gucken, wo wir das alles reinpacken, hinpacken. Weil hier diese Kisten, das ist keine Option, das ist alles nur noch Schnissel ist das. So, guck mal, 4 Brote gebacken, da fehlt uns aber noch was. Warte mal. Eine Charcoal, die sollte ausreichen, damit wir das noch backen können.
Wir können aber schon mal das erste Brot essen. Mmh, ach, schmeckt das gut. Lecker. Schmecker. Wie beim Zuckerbäcker. Naja, fast. So. Da sind wir auf jeden Fall erstmal schön gebufft. Und das Mehl, das kann ja da nochmal ein bisschen gemahlen werden. Oder das Korn zu Mehl gemahlen. Und jetzt brauche ich mal... Ich glaube, ich mache den Aufgang ein bisschen größer. So, hier. Dann kommen hier nämlich Treppenstufen hin. Das sollte ich mal hier aufnehmen. Warte mal. Die brauche ich jetzt erstmal nicht, die Casts. Wie man sieht, ist hier nämlich der Seeboden drunter. Das Mud Gravel. Das könnte man eigentlich benutzen, um nochmal an Dings zu kommen. Ich weiß gar nicht mal, wie es hieß. Habe ich jetzt einen Eimer noch mit? Naja, erstmal nicht. Das macht ja der Lazy Warlocks Mod. Aber naja, okay, gut. Guck mal, wir sind jetzt hier schon auf den Boden gestoßen. So, und jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Ich würde nämlich sagen, dass wir das sogar bloß so breit machen. Wir brauchen ja keine allzu große, ne? Allzu große oder allzu breite Treppe. Nein, fehlt uns hier ins... Nein, nicht so wild. Nicht so wild. Und wir gehen dann mit der Spitzhacke... weil wir gehen ja hier runter. Das heißt, wir werden das so machen. Jetzt ist natürlich nur die Frage der Fragen. Ich würde es vielleicht einfach etwas tiefer wagen. Weil wir müssen nämlich hier ja noch Treppenstufen draufpacken. Und das wird dann schon ein bisschen knapp, sage ich jetzt mal. Deswegen machen wir das Folgendes. Oder folgendermaßen. Wir gehen... Ich fülle das erstmal hier auf mit dem Mud Gravel und dem Dirt. Und dann gehen wir nach rechts. Dann gehen wir nämlich hier erstmal rein. Oder? Nee, eigentlich ist es Quatsch. Nee, doch, ist kein Quatsch. Jule, das ist kein Quatsch. Das passt schon so. Dann können wir nämlich jetzt ab hier reingehen. So. Da kommen Treppen, wie gesagt, hier kommen Treppen hin. Dann kann ich hier runterlaufen. Dann kommt natürlich der Mud Gravel, ist ja Gravel, ne? Das fällt natürlich runter. Das ist aber nicht so wild. So, das wird uns jetzt hier demnächst die ganze Zeit passieren. Und wir müssen, ja, wir werden das auf jeden Fall dann schön auskleiden. So lassen wir das natürlich nicht. Jetzt ist bloß die Frage, wie tief gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen noch eins tiefer, weil uns vielleicht dann nicht der Himmel auf den Kopf fällt. Oder gehen wir noch eins tiefer? Dann haben wir einen Steinboden, Steindecke über uns. Und wir haben für Eventualitäten einen Platz nach oben zu bauen. Das heißt, wenn ich nämlich jetzt das hier so mache, dann haben wir jetzt hier den Raum. Und den können wir ja entsprechend hier beginnen lassen. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3. Dann machen wir hier auch 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Die Frage ist halt, wie groß machen wir den? Wie viel Platz brauchen wir oder wie viel werden wir brauchen, um uns dort einzurichten? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir vielleicht das nicht allzu klein machen, damit wir für spätere Vorhaben vielleicht auch noch ein bisschen Platz haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kisten wir da unterbringen wollen und wie wir es genau halt anstellen. Kann ich dir noch nicht sagen. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich klopp das erstmal weg hier alles. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Raum, der wird heute nicht fertig. Aber so in den groben Zügen. Könnte ja auch jizzeln. Man könnte ja halt quasi so ein
ja, so wie Säulen oder sowas chiseln. Dass der halt von Säulen getragen wird. Na, müssen wir mal gucken. Könnte ja ein Block Breite sein oder sowas. Ne? Also wenn wir einen Block stehen lassen oder wieder hinsetzen und den dann halt reinchiseln, müssen wir mal gucken. Da können wir ja Cobblestone nehmen vielleicht. Oder nee, wir nehmen die Brickstones. Die Brickstones sind eigentlich ganz cool. Das sieht dann schön gemauert aus. So. Okay. Naja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich stelle jetzt mal fast so die Größe Hammer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir haben hier 7, glaube ich, ne? Ne, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir werden den viereckig machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach nochmal hin und kloppen mal diese restlichen Blöcke noch mit raus. Die Frage ist, was wir für einen Fußboden nehmen. Und da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Nehmen wir Stein oder nehmen wir Holz? Holz sieht immer schön warm aus, ne? Man könnte aber auch halt die Ziegel wieder nutzen. Es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten hier in Vintage Story und da müssen wir auf jeden Fall mal noch was machen. So, der Raum ist fertig. Ich guck mal, ob der Gottkaiser hier noch... Nee, keine Dings mehr drinne. Wir können aber mal gucken in unserem... Vielleicht könnte man das ja auch mit der... Man könnte das ja dann miteinander verbinden. Da müssen wir mal gucken, wie... Oh, wir sind hier aber tiefer. Wir sind hier wesentlich tiefer. Wir sind hier bei 101. Cobblestone Slabs, da haben wir nur 2 Stück. Ja, da müssen wir das mal noch machen. Wir haben ja jetzt... ne, können wir eigentlich. Wir haben ja... Ach ja, guck mal. Gehen wir einfach mal hoch. Irgendwo habe ich, glaube ich, noch Lehm. Da ist... es lacht mich schon an. Blue Clay. Und ich glaube... ich vergesse jedes Mal das Rezept. Nee, das doch nicht. Doch nicht. Ich konnte es mir merken diesmal. So, wir haben 14 Stück. Das wird nicht reichen. Jetzt haben wir 22. Ich glaube 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Müsste reichen. Müsste reichen. Müsste, ne? Die Bedeutung liegt auf müsste. Nee, oder? Toll. Toll. Toll, Jule. Klasse gemacht. Hm. Naja. Gut. Das, ja, vielen Dank der Vergangenheitsjule. Aber naja. Es hätte nicht sein gewusst. Ich will doch auch noch was tun. So. Damit wir halt nicht an der Decke anstoßen, hatte ich, wie gesagt... Ah, nein, wir müssen es noch eins weiter nach hinten setzen. Ah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, wir brauchen ja einen Dreier. Wir brauchen einen Dreier und das hier müssen wir... Das müssen wir wegmachen. So. Könnte man eventuell abstützen mit solchen... So hier, sieht das gut aus? Kann man lassen, ne? Ja, ich würde sagen, das kann man lassen. Wir müssen jetzt hier noch eins weiter nach hinten gehen. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja diese Plattform hier unten. Und da waren wir ein bisschen zu großzügig oder zu knapp, fast gesagt. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja genug Platz, um uns hier zu verwirklichen. Kann ich die nicht aufnehmen? Achso, ich kann bloß 6 davon stapeln. Das ist ja blöd.
Hallo, ich will's aufnehmen. Ich kann mehr davon. Was ist hier? Wieso kann ich denn das nicht aufnehmen? Junge! Meine Güte. So. Zack. Und dann nehmen wir nochmal die Schaufel. Klack, klack. Klack, klack. Klack, klack. So. Ja, hier die Casting Station können wir wieder verkleinern. Ich glaube, so viel brauchen wir jetzt da auch nicht von. Ja, jetzt haben wir schon mal einen schönen Raum. Wir sollten das vielleicht zumindest mit einer Fackel, mit einer Laterne ausleuchten, damit hier nichts spawnt. Und sonst haben wir hier eine Drifter-Party. Und das wollen wir nicht. Cobblestone habe ich ja jetzt hier noch. Das heißt, wir könnten theoretisch mit dem Hammer natürlich nicht diese Wände noch verzieren. Nee, das machen wir anders. Wir machen hier die Ecken machen wir mit diesen Brickstones und den Rest machen wir mit den Cobblestones. Ich denke mal, das sollte ganz gut sein. Aber wir machen jetzt auch erstmal wieder Schluss für diese Folge und sehen uns dann einfach in der nächsten. Von daher macht's gut bis dahin und ja, bleibt erstmal so schön. Tschüss.